herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal BR-110-AL. Heute befinden wir uns in Heigenbrücken am Ostportal des Schwarzkopftunnels oder vielmehr gesagt, was davon noch da ist. Der wurde ja verfüllt, um für Fledermäuse Platz zu bieten, nachdem die alte Spessartrampe ihren Dienst quittiert hatte und die neue in Betrieb genommen wurde. Hier war der ehemalige Einfahrtsbereich in den Bahnhof Heigenbrücken und das alte Bahnhofsgebäude. Leider verfällt hier alles. Es ist schon eine traurige Sache. So, jetzt gehen wir mal etwas Richtung dem alten Bahnhofsgebäude. Das möchte ich euch noch etwas genauer zeigen. Es ist leider schon im Verfall, aber trotzdem, man kann noch einiges sehr gut erkennen. So, jetzt sind wir vor dem Bahnhofsgebäude und man kann auch noch erkennen, wo früher die Aufsicht war. Oben der Schriftzug ist auch noch gut zu erkennen. Und dahinter das ehemalige Stellwerkgebäude. Sogar die Bank hat die DB hier noch stehen lassen und nicht wieder abgebaut, obwohl alles andere bereits zurückgebaut wurde, bis auf die Oberleitungsmasten Richtung dem Tunnel. Durch den Tunnel ging es dann die Spessartrampe hinunter nach Laufach und weiter nach Aschaffenburg. Hier das sehr schön gestaltete Stellwerk. Aus dieser Richtung kamen die Züge aus Würzburg und hier gibt es auch noch ein sehr schönes Relikt, da ja der zweite Bahnsteig, der Mittelbahnsteig, nur über eine Tür zu begehen war, haben wir das Schild hier noch. So, jetzt befinden wir uns auf dem ehemaligen Bahnhofsvorplatz des Bahnhofs Heigenbrücken, wo hier noch ein Gedenkstein aufgebaut ist. Und auch noch eine Tafel zum ehemaligen Bahnhof und Bahnbetrieb auf dieser Strecke hier. Jetzt gehen wir hier noch ein Stück rüber. Wo früher auch noch Gütergleise gewesen sein sollen, was mir eben gerade hier jemand erzählt hat, der schon länger im Ort wohnt. Da hinten haben wir noch den alten Güterschuppen. Das könnten auch noch Nebengebäude gewesen sein. Wo das Gleis mal hinführte, das konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen, aber vielleicht weiß es einer von euch. Wenn ihr noch mehr zur Außerbetriebnahme der Strecke und zum Bau der neuen Spessartrampe wissen wollt, könnt ihr gerne auf den Kanal von Alex E. schauen. Der hat alles berichtet vom Ende bis zum Neuanfang der neuen Strecke
der alten und neuen Spessartrampe. So, jetzt haben wir einen Sprung in die neue Realität gemacht. Wir befinden uns jetzt auf dem neuen Haltepunkt Heigenbrücken mit der entschärften neuen Spessartrampe. Doppeltraktion Twindex Richtung Würzburg. Eine vierteilige Einfacheinheit des Twindex vom Main-Spessart-Express Richtung Aschaffenburg.
Danke dem TF und schöne Grüße zurück. Danke an den TF und schöne Grüße zurück. So, mit der ELL Vectron und ihrem Sattelaufliegerzug möchte ich mich dann heute von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat dieses etwas andere Video super gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Und im Anschluss folgt diesmal auch wieder eine Fotobox, zu der ich euch noch recht herzlich einladen möchte. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal und verabschiede mich. Bis bald und bleibt gesund, euer Andreas L. Da kam doch noch glatt die grüne Taurus.